Neue Folge von Evolve. Wir starten wie immer mit dem Absprung. Bei mir ist wieder Justus als Bucket, Ja. oder? Sehe ich das richtig? Ja. Sehr schön. Dann lass uns das Vieh fangen. Hast du gesehen, gegen was wir überhaupt kämpfen? Goliath. Na, also der Klassiker. Gut. Wer sieht was? Wer sieht was? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Hier sind Fußspuren. Die führen da hinten hin. Daisy läuft schon den Berg hoch, den Baum hoch. Kopf auf Aufklärungsmission entsandt. Okay, du klärst auf mit deinem Kopf, das ist gut. Wenn das Ding aufsteigen würde, würde ich tun, ja. So, okay, ich sehe hier Fußspuren, ich laufe mal den Fußspuren nach, vielleicht. Ja, ich hab ihn, ja. ich hab ihn. Du hast ihn. Kannst du irgendwie markern? Irgendwas? Markieren? Ich sehe nämlich. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn er durch die Gegend jumpt. Ach, der ist direkt neben dir. Der ist ja direkt neben mir. Ja, Mensch, das ist ja jetzt. Alle mal drauf schießen, bitte, Leute. Ja, sehr gut. Da haben wir doch schon das Vieh gefangen. Ich heile hier mal die Leute. Wer ist da jetzt gerade verunglückt? Ich sehe es jetzt gerade auch nicht. Ich heile eigentlich alle, soweit es geht. So, Markov, mach mal ein bisschen was Sinnvolles. Ja, das Problem bei Bucket ist halt, dass man das Monster zwar schnell findet, aber dann nicht im Kampf ist. Und ja, du bist halt zu weit weg, ne? Aber gut. So, die Leute sind alle geheilt. Dafür haben wir noch Level 1. Ja, ich werde ihm jetzt nochmal ein bisschen Schaden, also hier Schadenspunkte, Crit-Schadenspunkte zufügen. So, Markov hat sein Schild, das stört nicht weiter. Fallen sind bereit, es kann losgehen. Ich hab nicht aufgepasst. Oh shit, shit, shit. Markov! Fuck, 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 es tut mir leid. Au, au, au. So, oh, er ist frei, er ist frei, ja, er ist frei. Der hat aber nicht mehr viel. Hab ihn mal betäubt. Selbst wenn, haben wir ihn jetzt schon so low, dass er im Late-Game nichts machen kann. So, ich gebe ihm nochmal 2 Crit-Punkte mit. Und direkt mal eine kritische Rakete. Schön, schön, schön. Ja, guck mal, den haben wir gleich. Ja, jetzt versucht er nochmal kurz abzuhauen, aber das wird nix. Wir haben ihn. Schön. Oh, läuft. Das war doch mal eine schnelle Runde. So kann's laufen. Sehr gut. Das war ein Bucket Game. Das war, ja, hast du wirklich gut schnell entdeckt. Das hat sich gelohnt. Aber er hat sich auch nicht wirklich gut angestellt. Also ich meine, er war ja wirklich in unserer Nähe noch total. Ja, vor allen Dingen hat er dich angegriffen am Anfang, einfach obwohl alle bei dir waren. Ja, also sie standen ja alle ein paar Meter um mich rum. Oh, ich bin Stufe 1. Ja, weil Medic, ja, ich bin 7 endlich. Medic Top. Alleine angreifen ist ja kein Fehler, aber wenn alle rumstehen. Das, ich war ja nicht wirklich alleine, das war so ein bisschen sein Problem. Alles läuft doch hier. Betäube das Monster 400 Sekunden lang, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Wow, also dieses Match hat sich gelohnt. Da gab es echt eine ganze Menge Punkte, würde ich auch sagen. Hm, ja, eigentlich ja nicht auf den Statistiken. Ne? Also bei mir war es ganz nett. Ich hatte 3000. Jawohl, nee, doch nicht. Ja, ich hatte Punkte. 3000 mit den Geschützen, aber bloß 700 auf dem Raketenwerfer. Ja, naja, gut, war jetzt aber auch nur 4 Minuten oder so, ne? Also das ist schon okay dafür. Ja, Buckets Geschütze. Bucket Geschütze sind halt so OP, weil die unendlich lange feuern. Ja, guck dir das an, der hat ja direkt die ganze Zeit gewartet. Ja, also wahrscheinlich unerfahren. Ich würde mich ja genauso anstellen als Monster, muss man ja dazu sagen. Also ich bin ja da auch nicht besser. Ja, ich bin auch ein schlechtes Monster. Also bisher noch, vielleicht werde ich noch besser. Ist ja auch alles Übung. Wenn ich das jetzt 20 Mal schon gemacht hätte, ist wahrscheinlich was anderes. Ich habe es jetzt 3 Mal, glaube ich, gespielt oder 4 Mal. So. Ich einmal, seitdem habe ich keinen Bock mehr. Rolle wählen, Medic, bin weiterhin, ich hoffe, ich darf weiterhin Medic sein. Das wäre schön. Ach, und an alle, die es irgendwie glauben oder so, nein, ich bin nicht 8 Jahre alt, ich bin 16 und meine Stimme ist irgendwie über TS so ein bisschen so, als ob ich 7 oder 8 wäre. Das hatten wir neulich schon mal mit einem Zuschauer, der dann bei Planetary Annihilation mitgespielt hat bei uns. Jetzt bin ich Markov, naja gut. Geht das nicht, kann ich nicht noch umwählen? Nein. Und wenn du willst, kannst du Supporter spielen, dann spiele ich noch nee, eine Halt. Nee, ist schon okay, dann nehme ich Markov, ist schon in Ordnung. Drauf schießen kann ich auch, ist auch in Ordnung. Nee, genau, der hat bei Planetary mitgespielt und da dachte ich auch beim ersten Mal, dass der irgendwie 10 ist.
haben wir aber nicht über das Alter geredet. Und beim zweiten Mal hat er sich ein neues Headset gekauft. Und dann klang er halt plötzlich 5 Jahre älter. So, hat sich rausgestellt, er ist auch 15 oder 16 oder sowas, der Junge. Ja. Aber hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Das ist manchmal einfach wirklich ganz komisch durch das Mikro. Ja, das Beste ist ja, dass meine Stimme über Skype noch ganz normal anhört. Also es liegt wirklich am TS im Moment. Okay. Ja, wir können demnächst auch gerne mal skypen, dann kannst du es den Leuten, den Evolve-Zuschauern beweisen. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich nötig, weil ob du jetzt 10, 11, 18 oder 25 bist, egal, du spielst hervorragend Evolve, also ist das völlig okay. Danke schön. So, dann spielen wir jetzt einfach noch eine Runde. Die Folge soll ja nicht nach 5 Minuten vorbei sein. Ich denke, das nimmt uns keiner übel. Ich hoffe, ja, wir haben wieder Goliath, wieder dieselbes Monster, das heißt. Ja, nur diesmal ich nicht mit meiner Lieblingsklasse. Das wird also ganz furchtbar, aber ich glaube, drauf schießen kriege ich trotzdem gerade so hin. Ja, vor allen Dingen, wenn wir es dann direkt gefunden haben. Ja, aber es ist ja jemand anders Monster, oder? Nee, es ist derselbe Monster. Ist derselbe? Okay. Wir müssen schnell sein. Na, vielleicht stellt er sich ja diesmal schlauer. Jobs können wir aufklären, aber hier müssen wir Leute retten. Wenn wir als Monsterfutter enden, hilft das niemandem. Ha, du machst dir zu viele Gedanken, Valerie. Sei wie Markov, sei ohne... Ganz kurz, kann es sein, dass wir gerade nicht Jagd spielen? Doch, wir spielen Jagd, oder? Ich hab das jetzt so verstanden. Ja, weil der meinte gerade Leute retten. Ja, er hat gerade irgendwas erzählt. Aber wir sehen es ja gleich. Spruch. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist einfach, das ist ja so die allgemeine Aufgabe. Ja, ist okay. Ist alles normal, ne? Also... So. Er ist hier oben her, wo ich jetzt herlaufe? Ja, ich folge. Entsende Drohne. Nein, mir musst du nicht folgen, ich bin weg. Er ist da hochgelaufen, er ist da hoch. Eine Menschenfresserpflanze. Menschenfressende Pflanze, da muss man aufpassen. So. Ganz kurz, jetzt habe ich aber eins nicht verstanden. Steuerung links. Was ist das für Ding? Ich hab ihn. Wie, was meinst du? Steuerung halt einfach. Ah, da bist du ja. Hab ihn schon. Da ist er. Kriegen wir hin. Ich meine, da steht Steuerung links. Steuerung ist. STRG. Was? Okay. STRG einfach die. Also, muss passen. Ja, aber bei mir hat das irgendwie nicht funktioniert. Müssen wir umlegen dann. Aber wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. So. Ja, wir haben ihn wieder auf Level 1 gecached, also. Ja, der muss noch ein bisschen üben. Vor allem muss er üben, nicht in Bucket-Schützen rumzustehen. Er muss, glaube ich, vieles üben. Na, wie fühlen wir uns? So, na guck mal, das läuft doch. Hier, schade. Ja, guck dir das an, Alter. Wie wir ihn runterkriegen. Super. Ja, das sind die Geschütze mit ihren Raketen. Wo ist er denn jetzt? Hier hinten. Ich gehe mal hier aufs Haus rauf. Oh, jetzt ist er. Na, der Schild ist schon weg. Ah, hier ist er. Ach, da unten. So, weh, du entkommst uns, mein Süßer. Neutralisiere feindseligen Organismus. Na, dieses Mal hat er schon so viel gefressen, dass wir nicht an sein Life kamen. Ja. Läuft irgendwie da hinten hoch. So, genau. Val und ich sind hier schon auf dem Weg. Drohne ist unterwegs. Drohne und ich. Könnte auch eine Fernsehserie sein. Ja. So. Die Drohne und ich. Wo sind die Stapfen? Ich habe sie bis hier verfolgen können, aber jetzt sind sie weg. Wo ich bin. Ich gehe mal nach links oben, geht immer rechts. Ja, genau. Geh du mal links, wir gehen rechts. Ah, ist natürlich blöd. Dass wir ihn jetzt ein bisschen Batterie half. Ja, aber hier hinten bei diesen Häusern, bei der Jagd und so ist er nicht. Au, scheiße, hier ist so eine fucking Pflanze. Ist leider niemand mitgekommen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. In Seelen alleine, warte, meine Drohne kommt natürlich. Hello, help, please. Ja, irgendwie. Nö, ich bin dann jetzt tot, ne? Ja, ciao. Das ist ungünstig. Schade. Batterie ist leer, schade. Ja, nee, die kriegen dich aber noch, oder? Nee, das, ich bin tot. Markov! Schade! Tolle Kerle.
Das hat gut funktioniert. Aber... Er ist bei mir. Nein! Das ist doch nicht er. Nee, das ist so ein weißes, so ein Albino. Eliminiere Albino. Da hinten sind die Vögel. Ein Albino mit Waffen, den will ich haben. Ja, ja, nö, unbedingt. Ran da. Hab ich kein Problem mit, wenn du den jetzt kaputt kriegst. Na, ah, der ist Phase 2. Na, immerhin hat er das diesmal geschafft. Ja, super. Ja, jetzt mach doch in Ruhe den Albino tot. Oh, du hast ja fast nichts mehr. Scheiße. Ja, das liegt an dem Teil, dass er nicht angecharged hat. Ja, super. Ist jetzt natürlich ärgerlich, wie wir hier alle krepieren, noch bevor wir ihn getroffen haben. So richtig. Ja, vor allen Dingen, dass der Medic neben mir herläuft und mir nicht hilft. Hm. Ja, Well ist irgendwie... Wenn ich's doch bloß wäre. Hallo, mach was! Ja, ich mag... Help Bucket, come on! Wow, Maggie hilft mir. Ja. Ich glaube, die versucht gerade den Buff aufzuhaben. Hm, man weiß es nicht. Ah, hier oben war er. So, ja, ich bin auch relativ bald wieder da. Ich glaube, hier war er. 40 Sekunden. Findet ihn mal. Ja, das ist ja auch genauso wie bei Ray wieder immer in den Folgen, die ich übrigens auch schaue. Schöne Folgen. Nee, ja, die sind sehr gut. Stimmt. Kann ich nur empfehlen. Ja, er ist jedes Mal alleine. Man hat manchmal das Gefühl, also es ist schon besser, wenn man jetzt hier so ein bisschen im Teamspeak zusammenspielt, weil dann hat man zumindest da so ein bisschen jemanden dabei. Weil die Leute, die im Public Server sonst so rumlaufen, die sind häufig unkollegial, muss man ja, sagen. Vor allen Dingen auf diesem Level halt. Weißt du, wenn du das Spiel halt verstanden hast, aber die Leute hier noch rumirren und nicht ganz genau wissen, wie es geht und trotzdem Level 5 sind, das ist eine Pflanze. Das ist eine fleischfressende Pflanze. Hm. Ich bin ein Roboter und er sagt, Achtung, fleischfressende Pflanze. Ja, da ist eigentlich keine Gefahr für dich, ne? So, jetzt bin ich auch wieder dabei. Aber ich finde die Sprüche von Bucket immer so witzig. Ich bin. Erlege da. Fremdkörper. Ah, oh, Landungsschiff ist da, gut. So, jetzt kann ich runterspringen. Wo sind denn die Vögel? Ich weiß es nicht. Da hinten. Ich sag jetzt einfach mal, ohne genau zu wissen, wo da hinten. Ich sehe sie ja leider noch nicht. So. Ja, hier, wo ist hier? Ja, da hinten. Na dort. Da so. Hab ihn gesehen, er ist in der Nähe von Relay. Ach du Scheiße, jetzt laufe ich ja wirklich über die komplette Karte. 300 Meter, Mann. Hier ist ein Bewegungsgeschwindigkeitsbuff. Das ist nice. Das ist wirklich gut. Ich laufe mal zu dem Buff hin erstmal. Dann folge ich dir. Ich glaube, er kommt in die Nähe von mir, also ich habe jetzt gerade meine Bewegung gestartet. Ja, ich bin auch tendenziell näher an dir. Hab ihn. Yep. Er kommt in die Nähe von mir. Aber wir sind das nur zu zweit, das ist ein bisschen schlecht. Er ist direkt bei mir, das ist das Problem, was ich habe. Ich bin leider noch 30 Meter von dir weg. Und jetzt bin ich da. Wenn er schlau ist, greift er dich an. Macht er aber nicht. Da oben ist er, ne? Hey, Dicker. Okay. Hey, du bist hier sogar Markov, nicht Well. Ja, ich weiß, dass ich Markov bin. Ich beschwere mich aber die ganze Zeit über Well, weil die Heilerin ist. Ja, ich war eigentlich gerade fest darauf fokussiert, dass du immer Ding bist. Ja, ich dann hätte ich dich vorhin gerettet, also. Ja, das geht doch, das geht. Au, ich bin fast tot. Scheiße. Ja, aber dafür, dass er dich jetzt töte, macht er durch drei Geschütze Schaden. Okay, ich rette dich. Rettet mich. Schade. Es hätte besser klappen können. Mist. Ja, ich krieg dich nicht, solange er mich angreift. Ja, ja. Bin ich halt schon zweimal gestorben. Mein ja, egal. Oh. Jetzt muss der Medic mal ein bisschen aufpassen. Die hat, glaube ich, leider ihre Heilung nicht mehr. Oh, scheiße. Das ist auch tot. Ja, das war nur so mittelerfolgreich. Oh, jetzt schnappt er sie alle nacheinander. Jetzt bist nur noch du da. Na, mich nicht. Hoffe ich. Aber alleine kannst du ja auch nichts machen. Ja, ich hoffe aber, dass er mich nicht schnell genug bekommt. Bald habe ich mit Tarnungsfeld, dann kann ich auch abhauen. Ja, na, eine Minute 18 durchhalten, bitte. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Ja, ich habe jetzt gerade mal meine Tarnung. Und alle, die Alpha kennen, da wurde Buckets übrigens nicht von dem Monster als
Ding gespottet. Mhm. In dem Geruchssinn. Ja, es hört sich auch nur ein Roboter, macht ja Sinn. Theoretisch. So, jetzt ja, ist jetzt in Phase 3, aber dafür leben wir noch. Ja. Und solange er wulft, kann ich meine Tower aufstellen und warten und hoffen, dass er mich nicht bekommt, so. Weil das Gute ist, dass Level, dass die Tower, wenn ich sie in weiten genügend Abstand abstelle, ihn töten können. Hm. So, 30 Sekunden noch ungefähr. Das könnte. Ah, er greift schon das Relais an. Scheiße. Ah fuck, ist er schon beim Relay? Ja, ja, er ist beim Relay. Vielleicht versuchst du ihn noch kurz abzulenken irgendwie. Ist ja an sich ja, das Relay ist natürlich auch auf der anderen Seite. Ja, aber wenn du ihn jetzt noch ein bisschen beschäftigen kannst irgendwie, dann wäre das schon nice. Aber er macht das einzig Kluge und weiß, dass drei tot sind. Jetzt wäre er ja extrem dumm, wenn er da nicht einfach draufhauen würde. Goliath lokalisiert und in unmittelbarer Nähe. Stirb! So. Wir sind durch die Panzerung. Wunderbar. Ja, wäre jetzt schön, wenn wir einfach mal runterspringen dürften. Rakete unterwegs. Ja, aber jetzt ist es doch schon verloren, oder? Ich sehe jetzt das Relais gerade nicht, aber wie... Ja, ja, greift mich jetzt aber an. Er greift dich an. Oh, das ist gut und schlecht. Zugleich. Ich verstecke mich jetzt einfach, während ich unsichtbar bin. So, ihr seid alle wieder da und ich bin unsichtbar. Lass doch nicht braten! Hallo, okay? Braucht jemand einen Nachschlag? So, ich werde jetzt gleich mal ein paar Minen liegen. Ja, er weiß, dass ich die Turrets legen kann, also er fokussiert mich jetzt auch ziemlich. Die Falle hat funktioniert! Arme Maggie! So, hat dich übel erwischt! Bin da! Da. Ich bin da, mach weiter! Au! Das hat er mich aber ganz schön gehauen. Ja, Mann! Wie krass! Ey, One-Hit tot. Moment, wechsel Arschloch. So ein Arsch. Es ist betäubt. Das Problem ist, dass ich jetzt natürlich wieder als Letzter überbleiben kann, allein schon wegen meinem Farmfeld. Ja, aber kümmere dich mal auf jeden Fall mit um ihn. Noch haut er zu zweit zum Teil drauf. Jetzt ist gleich der Letzte tot. Ja, ich werde jetzt einfach meine Turrets hier hinstellen und hoffen, dass die Turrets ihn dabei abhalten, das Relay anzugreifen. Hm. Ja, stell mal hier noch einen hin, genau, wo du jetzt bist. Oh, 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 oh. Ja, aber jetzt haut er noch einmal drauf, dann ist es kaputt. Ja, das hält doch nicht mehr. Doch, oh, jetzt kommt er, meine Turret steht daneben, neben dem Teil. Und er kann es deswegen nicht angreifen. Oh, es macht gerade richtig schön scheiße, Schaden. Scheiße, er hat mich, glaube ich. Nee, doch nicht. Ja, ich meine doch, die Turrets machen gut Schaden, aber... Ja, aber es macht nicht genug wahrscheinlich. Ne, Level 1 krieg... ich krieg den natürlich nicht gefinisht. Ah, schade, schade, schade. Ja, also nochmal die 30 Sekunden werden wir nicht durchhalten, denke ich mal. Doch, das würde ich schaffen, aber er kann das Relay jetzt zerstören. Ja. Ja. Schade. Das meine ich. Aber war doch trotzdem, war doch nett. Das ja, war doch ganz eine nice Runde eigentlich. Kann man eigentlich machen, ja. Es war recht ausgeglichen. Hat sich beim zweiten Mal ganz gut angestellt. Er hat sich gesteigert, das kann man so sagen, ja. So, habe ich auch nochmal ein paar Punkte mit dem Markov gesammelt, das ist doch auch gut. Ja, doch, das mit der Drohne geht dann doch ganz schön hin. Ganz schön gut, weil ich muss ja 3000 Meter. Früher müsste man den 30 mal spotten. Okay, krass. Aber mit den Turrets, um die abzugraden, brauchst du einfach 50.000 Schaden. Hohoho, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann gucken wir uns mal noch die Statistik an, beziehungsweise wo wir so lange gelaufen sind. Müsste ja gleich losgehen. 5 Sekunden. Das ist ja auch immer noch ganz interessant. Wenn es denn mal passiert. Dankeschön. So, da sind wir noch da hinten. Da haben wir ihn gleich gecatcht. Bisschen beschossen. Dann ist er komplett in die andere Richtung gelaufen. Ja, wir haben ihn dann natürlich auch nicht mehr gefunden wegen unserem unfähigen Medic. Ja, die war wirklich nicht doll. Hätten wir lieber mich. Der Einzige, der immer hinterherhängen, war ich halt mit der Drohne. Aber ja, aber das ist ja völlig in Ordnung gewesen. Also ja, nur der Medic halt muss halt bei uns beiden, also beim Support und mir bleiben. Ja, der Medic war halt scheiße. Insofern, dass er mich einmal hat sterben lassen. Ja.
Gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle aber mal einen Cut, sonst wird es zu lang. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, Leute. Macht's gut. Tschüss.